So, guten Morgen. Wir werden jetzt mit der Vorlesung anfangen. Und zwar, ich habe voriges Mal Schwingungen behandelt. Und dann haben wir festgestellt, dass es zwei Arten periodische oder Schwingungen gibt. Einmal Schwingungen, die harmonisch sind und mathematisch lassen sich durch Sinusfunktionen darzustellen. Und einmal Schwingungen, die nicht harmonisch sind und die lassen sich mathematisch nicht durch Sinusfunktionen darzustellen. Aber wir haben auch festgestellt, dass die nicht harmonischen Schwingungen sich als Überlagerung von harmonischen Schwingungen darstellen lassen. Es gibt eine Theorie, Fourier-Theorem, dass man jeden periodischen Vorgang als unendlich viele Sinusschwingungen darstellen lässt, mit einer Grundfrequenz und Oberfrequenz. Auf jeden Fall haben wir auch festgestellt, das hängt von den Phasen der beiden Schwingungen ab, ob die Schwingungen sich überlagern oder nicht. Jetzt wollen wir ein Beispiel nochmal wiederholen. Und zwar, das ist ein Beispiel, dass die vier Schwingungen, die alle harmonisch sind, sich überlagern. Und wir haben hier eine Summe dieser Schwingungen, obwohl die alle vier harmonisch sind, aber die Summe ist nicht harmonisch, weil die Phasenunterschied spielt eine große Rolle und auch Frequenz. Also das ist eine Summe von diesen vier harmonischen Schwingungen. Und dann habe ich gesagt, es gibt zwei Extremfälle. Einmal, wenn die Phasendifferenz 0 ist, also diese Schwingung und diese Schwingung, die haben gleiche Frequenz, gleiche Amplitude, gleiche Phase. Sie fangen hier wieder alle hier an. Beim Nullpunkt sind die alle gleich. Und das ist die Summe davon, Interferenz ist Überlagerung. Die Überlagerung von diesen beiden Schwingungen, das ist eine Verstärkung, wo diese Schwingung sein Maximum hat. Hier, diese Schwingung hat auch ihr Maximum. Das ist eine Verstärkung und das nennt man konstruktive Interferenz. Und das ist wieder ein Extrembeispiel, wo Phasenunterschied 180 Grad ist. Phasenunterschied 180 Grad bedeutet, diese Schwingung hat in diesem Punkt, in diesem Zeitpunkt ein Maximum. Gleichzeitig hat diese Schwingung ein Minimum. Das heißt, diese beiden Schwingungen heben sich auf, die Amplituden, sodass die Gesamtschwingung hier verschwindet. Das ist beim Licht ist interessant. Licht ist auch eine Welle, sozusagen die schwingen elektromagnetische Felder. Wenn der Phasenunterschied 180 Grad ist, dann wird Licht verschwindet. Das heißt, bedeutet, Licht plus Licht gibt Dunkelheit. Weil der Phasenunterschied, das ist die Beugung und Interferenz beim Licht, das wird später ausführlich behandelt. Ja. Es gibt diese Grenzfälle, diese beiden Grenzfälle. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Beispiel für Überlagerung von Schwingungen. Das ist ein EKG-Elektrodiagramm vom Herz. Und wie Sie wissen, kann man hier Diagnose machen. Wenn man Herzinfarkt hat, kann man hier feststellen. Und das ist kein harmonischer Vorgang, aber eine periodische. So, und jetzt
Möchte ich das noch weiter Beispiele hier? Gucken Sie mal da, da wollen wir überzeugen. Also zum Beispiel, ich habe hier Überlagerung von Schwingungen. Das ist, habe ich von der Wien-Funktion. Das ist ein Physik-CD, die man kaufen kann. Und da hier auch zu empfehlen ist, also ich werde diese eine Schwingung laufen lassen. Das ist diese Schwingung, das ist eine, dann sehen wir, das ist eine harmonische Schwingung. Nicht? Ich kann die Geschwindigkeit erhöhen. Nicht? Das ist eine harmonische Schwingung. So. Und jetzt werde ich zweite Schwingung laufen lassen, sehen, ob das auch harmonisch ist. Ist das harmonisch? Ja? Ist auch Sinusschwingung, ne? Ist auch harmonisch. So. Jetzt werde ich dritte Schwingung laufen lassen. Mal sehen, ob das harmonisch ist. Ist das harmonisch? Ja. Also wir haben drei harmonische Schwingungen. Jetzt werde ich vierte Schwingung laufen lassen. Mal sehen, ob das harmonisch ist. Scheint auch harmonisch. So. Jetzt mache ich was anderes. Jetzt werde ich alle Schwingungen laufen lassen, die überlagern. Mal sehen, ob das harmonisch ist oder nicht. Ist das harmonisch? Wissen wir nicht. Das hängt von der Phase. Und also 1, 2, 3, 4 Schwingungen. Die lassen wir laufen. Als Überlage. Die lassen wir, dass sie sich überlagern. Und mal sehen. Ich bin gespannt, ob das eine harmonische Schwingung ist oder nicht. Ist das harmonisch? Ja? Hier ist die Amplitude ja größer als das hier, ne? Das ist nicht harmonisch, das ist periodisch. Ja? Jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Und zwar, ich lasse alle 10 sich überlagern. Mal sehen, was rauskommt. Was vermuten Sie? Eine harmonische oder eine periodische? Nicht harmonische. Dann sagt man auch anharmonische, ja? So? Sehen Sie? Das ist gar nicht harmonisch. Anharmonische Schwingung, aber periodisch vielleicht. Das wiederholt sich wieder. Muss man ein bisschen warten. So, und wenn ich die Geschwindigkeit ändere, dann kommt hier, das ist bestimmt nicht harmonisch, ne? Nicht, das ist Überlagerung von Schwingungen. Es gibt zwei Extremfälle, eine Verstärkung und eine Schwächung. So, und ja, so, jetzt, was ist Wellen? Wir haben Schwingungen, haben wir verstanden, was heißt Schwingung? Jetzt die Frage, was heißt Wellen? Wenn wir hier ein System haben, hier ein Beispiel von eine Kette
von elastisch miteinander verbundenen Massen. Also wir haben hier Massen, die miteinander verbunden sind. Im Körper kann man sich vorstellen, die Moleküle mit zwischenmolekularen Kräften oder elastischen Kräften dazwischen, die sind irgendwie verbunden. Und die können wir symbolisieren, zum Beispiel mit einem Feder als einem Verbindungsstück zwischen dieser Masse. Wenn diese Masse schwingt, nicht so, es gibt zwei Arten von Schwingungen, longitudinale und transversale. Wenn diese Masse schwingt, dann wird diese Schwingung übertragen auf Nachbarteilchen. Wir haben voriges Mal diese gekuppelte Pendel gesehen. Erinnern Sie sich, dass diese Schwingung von einem Pendel wird auf benachbarte Teilchen übertragen, benachbarte Pendel. Genauso zum Beispiel bei einem festen Stoff, zum Beispiel beim Kristall, das sind Molekulteilchen, die am festen Ort haben und bei thermischer Bewegung schwingen sie um Gleichgewichtslage. Und diese Schwingung wird übertragen auf Nachbarteilchen. Es entsteht eine Welle. Also die Ausbreitung einer Schwingung wird eine Welle genannt, die sich räumlich ausbreitende Schwingung nennen wir eine Welle. Im Alltag, also erstmal gibt es zwei Grenzfälle. Die Grenzfälle, nicht? Entweder die Teilchen, die Masse, es gibt zwei Richtungen. Einmal die Schwingungsrichtung des Teilchens und zweitens Ausbreitungsrichtung. Das sind zwei Richtungen. Wenn Schwingung des Teilchens mit der Ausbreitungsrichtung übereinstimmt, das heißt, wenn die Masse so schwingt, Ausbreitungsrichtung auch in diese Richtung ist, dann nennen wir die Welle eine longitudinale Welle. Wenn die Schwingungsrichtung senkrecht auf Ausbreitungsrichtung ist, nicht, das ist der zweite Extremwert, dann nennen wir die Welle transversale Welle. Transversale Welle, longitudinale Welle. So, es gibt viele Wellen in der Natur, Wasserwellen. Was schwingt bei einer Wasserwelle? Da schwingen Wassermoleküle. Da entstehen Berge, Täler und beim Schall schwingen Luftmoleküle. Welche Wellen kennen Sie noch? Was für Wellen? Schallwellen? Bitte? Druckwelle, Schallwelle ist auch eine Art Druckwelle. Das sind, ja eigentlich, aber es gibt Licht, elektromagnetische Wellen, zum Beispiel Licht ist eine elektromagnetische, Radiowellen sind elektromagnetische Wellen. Was schwingt da beim elektromagnetischen Wellen? Die breiten sich auch aus. Die breiten sich aber im Vakuum auch aus, nicht? Also die Strahlung zum Beispiel aus der Sonne kommt zur Erde, dazwischen ist Vakuum hauptsächlich. Was kann dann schwingen? Wer weiß das? Das ist eine meiner Fragen bei der mündlichen Prüfung. Was schwingt beim elektromagnetischen Wellen? Bitte? Bitte? In Vakuum gibt es ja keine Ladungen. Ist nichts. Bitte? Sehr schön. Elektrisches Feld. Stärke und magnetische Felder. So elektrische und magnetische Felder, die schwingen im Vakuum auch. Nicht? Da ist ein Vakuum, gibt es ja ein Medium. Gut, dann wissen wir, man findet denselben Schwingungszustand nicht nur wie bei der Schwingung regelmäßig. Beim Schwingung ist das so, dass wir einen festen Ort haben beim Schwingungsgleichung. Die Zeit ändert sich. Also die Gleichung x gleich x0 Sinus Omega t zum Beispiel, in einfachster Form. Das heißt, t ändert sich, wir beschränken uns auf Teilchen, dass das schwingt.
bei der Welle ist anderes. Da ist eine zeitliche und örtliche Periodizität da. Wenn wir Ort festhalten, haben wir eine nur zeitliche Abhängigkeit. Wenn wir Zeit festhalten, haben wir eine Ortsabhängigkeit. Man findet denselben Schwingungszustand nicht nur bei der Schwingung in regelmäßigen Zeitabständen. Beim Schwingung ist der T groß, das ist Schwingungsdauer, am gleichen Ort. Aber bei der Welle können wir Zeit festhalten, dann haben wir in regelmäßigen räumlichen Abständen diese Schwingung. Das heißt mit anderen Worten, es besteht eine räumliche Periodizität und eine zeitliche Periodizität. Das heißt, die Wellenfunktion hat nur abhängig von zwei Variablen, Ort und Zeit. Und wie bei Schwingung T als Periodizität in der Zeit definiert wird, wird bei der Welle die Wellenlänge, Lambda nennt man das, das heißt, das ist die Periodizität im Ort. Und da wird so definiert, gucken Sie mal da, dann nehmen wir an, dass wir behandeln wir jetzt nur nicht elektromagnetische Wellen, sondern mechanische Wellen. Mechanische Wellen. Also hier ist eine Masse, die schwingt. Sie gucken da, hier, nicht? Das geht hier dann nach unten und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist eine volle Schwingung, eine Masse. Nicht? Also jetzt Ort festhalten, nur zeitlich. Diese Masse schwingt. Verschiedene Zeiten, da sind verschiedene Zeiten. So, und in diesem Zeit, dass diese Masse eine volle Schwingung ausführt, wird gleichzeitig diese Schwingung aufs Nachbarteilchen übertragen, in der Zeit. So dass, wenn er eine volle Schwingung ausführt, das heißt von hier bis hier, das ist eine volle Schwingung dieser Masse, wird die Welle einen Abstand zurücklegen, von hier nach hier. Das heißt, die wird übertragen, diese Schwingung. Und das nennt man Wellenlänge. Wellenlänge ist die Strecke, die während dieser Schwingungsdauer zurückgelegt wird. Das ist dann die Wellenlänge. Das heißt, mit anderen Worten, das können wir ja die Wellenlänge so definieren. Und das können wir etwas über die Geschwindigkeit sagen. Die Geschwindigkeit, das heißt die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle, hängt von dem Medium ab, ist klar. Aber wie ist das definiert? Geschwindigkeit hier bezeichnet man, die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle bezeichnet man mit C. Das geht auch für Licht natürlich. Ist gleich, die Geschwindigkeit ist gleich Weg durch Zeit. Welcher Weg und welche Zeit bei einer Welle? Ist Lambda, ist dieser Weg, der zurückgelegt wird, während diese Schwingungsdauer T groß. Das ist ganz einfach. Geschwindigkeit ist gleich Wellenlänge durch die Schwingungsdauer. Das ist ganz einfach. Und wir wissen, dass Schwingungsdauer 1 durch T ist gleich F ist. Deshalb können wir das so schreiben, das ist gleichwertig. C gleich Lambda durch mal F, durch T oder mal F. Das ist die Gleichung, die Sie kennen müssen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle ist gleich Lambda, ist ja Wellenlänge mal Frequenz. Und diese Gleichung gilt für Schallwellen, mechanische Wellen, elektromagnetische Wellen. Also für alle gilt diese Gleichung. C gleich ist Lambda mal F. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch vom Praktikum.
ist unscharf. So ist besser. So. So, und dann, ja, was ist die Wellengleichung? Ich habe gesagt, die Wellengleichung muss eine Gleichung sein, die zwei unabhängige Veränderliche hat. Einmal die Zeit, einmal x. Das ist ohne Herleitung. Also einfach, ich will das ein bisschen klar machen. Wenn wir jetzt, das ist Zeit und das ist x, das sind zwei unabhängige Veränderliche. Ja? Und a ist die Amplitude dieser Welle. Wenn wir x festhalten, ein Ort, die Periodizität in Ort vergessen, nur die Zeit verändern lassen, dann haben wir eine normale Schwingung. Dann diese Term verschwindet, dann haben wir eine normale Schwingung. Das heißt also, diese Term ist nicht mehr da. Und das ist die Gleichung, eine normale Schwingung. Ist gleich A0 mal Sinus 2pi t durch t, oder wir können statt 1 durch df schreiben. Das kennen wir doch vom Schwingung. Oder können wir Omega t schreiben. Nicht? Gut, wenn wir t festhalten, die Zeit, dann haben wir eine momentane Aufnahme der Welle. Also diese t verschwindet, dann haben wir eine momentane Aufnahme einer Welle. Das ist, wenn die Zeit festgehalten wird. Dann gibt es Wellenberge und auch beim Minimum da. Das heißt mit anderen Worten, wir haben diese Gleichung, die Wellengleichung, so können wir das so interpretieren, dass wenn wir die Zeit nehmen als Veränderliche, haben wir eine normale Schwingung, nicht? Mit einem bestimmten Schwingungsdauer, Berg zu Berg. Das ist die Schwingungsdauer. Wenn wir die Zeit konstant halten und dann die Abhängigkeit von x nehmen, dann haben wir diese Achse nicht als Zeitachse, sondern als x-Achse. Dann haben wir auch eine Periodizität im Raum, örtliche Periodizität. Und diese Periodizität im Raum haben wir mit Lambda. Nicht? Lambda ist die Wellenlänge, ist die Periodizität im Raum. Ist das schwach, Signal? Nein. Okay. Dann haben wir da diese beide zeitliche Periodizität und ja, wenn ein Raumpunkt von zwei Wellen betroffen wird, hängt sein Zustand davon ab, welche Phaseunterschied die beiden Wellen haben. Welche Phasenunterschied diese beiden Wellen haben. Das hier, genau wie beim Schwingungen, haben wir eine Interferenz. Interferenz heißt Überlagerung. Also wir haben einen Raumpunkt hier und wird von zwei Wellen betroffen. So, die Frage, ja, wie wird das dann sein? Gibt es eine Schwächung an diesem Punkt oder eine Verstärkung zum Beispiel? Das hängt davon ab, welche Phasenunterschied diese beiden haben. Und da gibt es auch zwei Extremfälle. Dazwischen gibt es alle möglichen Fälle. Zwei Extremfälle ist Phasendifferenz 0. Also wenn die zwei Wellen gleiche Phase haben, das heißt Phasendifferenz 0, dann gibt es einen Gangunterschied, das heißt Gangunterschied der beiden Wellen zu diesem Punkt ist auch 0. Dann haben wir eine Verstärkung. Eine Verstärkung bedeutet, wir haben eine konstruktive Interferenz. Bei Wasserwellen haben wir Wellenberge.
Bei einer Phasendifferenz von Schwingung von Phi gleich Pi, das ist 180 Grad, beträgt der Gangunterschied Lambda halbe, nicht? 2 Pi entspricht Lambda. Pi entspricht Lambda halbe. Die beiden Wellen sind nicht mehr in Phase. Dann spricht man von destruktiver Interferenz. Es kommt zu einer Auslöschung der Welle. Nicht? Das kennen Sie vom Schwingung. Und da können wir jetzt ein Beispiel geben. Gucken Sie mal da. Sie sehen nicht? So, das schalte ich um. Gucken Sie mal, Sie haben hier Welle 1, hier Welle 2. Diese beiden Wellen haben unterschiedliche Frequenz. Ich will einen Extremfall machen, und zwar die Frequenz soll beide gleich sein. Sagen wir, beide haben eine Frequenz von 60 Hertz. Amplitude sind auch gleich. Also es sind zwei Wellen mit gleicher Frequenz und gleicher Amplitude. So, nicht? Amplitude sind beide gleich und es ist Welle 1, Welle 2. Jetzt wollen wir sehen, wie das Resultierende ist. Resultierende hängt das von Phasenverschiebung an. Wenn Phasenverschiebung 0 ist, das ist ein Extremwert, dann haben wir eine Verstärkung. Welle 1, Welle 2. Welle 1 und Welle 2 haben einen Phasenunterschied 0. Das heißt, wo ihn Maximum hat, dann hat das auch Maximum. Wo Welle 1 einen Nulldurchgang hat, hat Welle 2 auch einen Nulldurchgang. Das heißt also, Sie haben einen Phasenunterschied von 0, dann gibt es eine Verstärkung. Nicht? Also hier Maximum, die addieren sich. Die resultierende ist eine Verstärkung. Und das ist ein Phasenunterschied von 0. Zweiter Extremfall, wenn Phasenunterschied 180 Grad ist. So, ja, was erwarten wir? Bei zweiten Fall eine Auslöschung der Welle, die resultierende. Warum? Hier hat diese Welle ein Maximum, das hat ein Minimum. Deshalb, wenn man das addiert, diese Amplituden, dann ist alles Null, immer Null. Da sind zwei verschiedene Extremwerte. Und jetzt gibt es noch einen Zwischenwert, zum Beispiel der Phasenunterschied von 60 Grad. Da gibt es dann doch keine Auslöschung, aber auch keine totale Verstärkung. Nicht? Die Wellen sind, das ist die resultierende. Da muss man die Amplituden der beiden jederzeit addieren, da haben wir die resultierende. Das heißt also, es gibt konstruktive Interferenz, destruktive Interferenz und dann dazwischen alle möglichen Werte. Da sind die Überlagerung von Wellen, also kann Wasserwellen sein, kann Schallwellen sein, kann auch elektromagnetische Wellen sein. Der Phasenunterschied ist sehr maßgebend, nicht? Es gibt natürlich komplizierte Fälle, wenn die Frequenz unterschiedlich und so weiter. Auf jeden Fall werde ich später, also beim Wellen gibt es, Licht ist eine Welle, eine elektromagnetische Welle. Und wenn wir Licht behandeln, später, werden wir die Gesetze der Wellen da anwenden, und zwar gibt es Interferenz und dann gibt es Beugung.
Und diese Phänomene werden in Optik behandelt. Deshalb werde ich die Wellen hier so eingeschränkt behandeln. So. So, jetzt kommt ein interessanter Bereich der Interferenz. Das sind stehende Wellen. Es gibt eine besondere Überlagerung von Wellen. So, gucken Sie mal da an. Wir haben hier zum Beispiel hier ein Seil, das befestigt ist. Wird hier ein Impuls hier ankommen? So, hier kommt ein Impuls an. Ein einlaufender Impuls. Dieser Impuls wird an der Wand hier reflektiert. Das heißt, eine einlaufende Welle haben wir eine reflektierte Welle. Wir haben also zwei Wellen, einmal einlaufende, einmal reflektierte. Hier ist wichtig, dass beim reflektierten Welle kommt ein Phasenunterschied, ist invertiert von Pi. Das heißt, weil hier eine feste er wird reflektiert mit einem Phasenunterschied. Und in diesem Fall, wenn eine einlaufende Welle, eine reflektierte Welle, die gleiche Amplitude haben, gleiche Frequenz, sich überlagern, dann haben wir ein interessantes Phänomen. Das sind stehende Wellen. Das heißt, dann werden sie an manchen Orten bleiben die Massenteilchen sozusagen fest, ruhig. In einem fest bestimmten Punkt werden sie ruhig bleiben und das sind dann Knoten. Zum Beispiel eine gespannte Saite, eine Gitarre oder was weiß ich, wenn hier befestigt sind, dann zu diesem entsteht so eine stehende Welle. Das ist die Grundfrequenz und das sind die Oberschwingungen. Und der Abstand zwischen den beiden Knoten ist lambda halbe. Dieser Versuch haben Sie gehabt oder werden Sie haben. Wir haben so einen Ultraschallversuch mit Knoten, Berechnung der Knotenpunkte und so weiter. Und das ist die Oberschwingungen, sind ganzzahliges Vielfaches von der Grundschwingung. 2 lambda, 3 lambda und so weiter. Und das ist ortsfest, praktisch die Knoten und Bäuche. Und das ist ortsfest und ja, und die machen sich bemerkbar bei Musik oder verschiedene Sachen. Und ich werde hier paar Beispiele geben für solche erstmal Entstehung einer Welle. Wir haben hier eine Wellenmaschine hier, die Wellen erzeugt elektrisch und sich fortpflanzt, die Wellen. Da gucken Sie mal. Nicht? Also die Schwingung wird übertragen hier bei benachbarten Teilchen und wird auch reflektiert. Und dann entsteht praktisch so eine zeitliche, der ein Massenteilchen schwingt und diese Schwingung wird sich weiter fortpflanzen. Das heißt, das ist eine zeitliche und örtliche Funktion. Periodizität. So. Und da können wir ein Momentanbild machen. Das heißt, ich werde Zeit festhalten. Dann sehen wir die Abhängigkeit vom Ort. Nicht? Das ist praktisch die Wellenfunktion, wenn wir Zeit festhalten. So, jetzt geht das weiter? Ich kann die Geschwindigkeit verändern.
So, und dann wollte ich auch stehende Welle diskutieren. Stehende Welle entsteht auch hier zum Beispiel. Hier werde ich erstmal die Eigenschwingungen in Festkörper. Diese, das ist sehr interessant. Es gibt, wenn wir so hier eine Scheibe haben und da Sand drauf streuen, dann das zum Resonanz bringen. Versuche ich Musik zu machen, aber ich, leider bin ich, ich lieb, Musikliebhaber, aber passiv, nicht aktiv. Aber jetzt versuche ich hier ein bisschen Musik zu machen. Und zwar, ich werde diese Scheibe hier, das ist ein Festkörper praktisch, zu einer Resonanz anregen, dann hat er seine eigene Resonanz, Eigenschwingungen und werde ich Sang drauf streuen. Da entstehen Knoten und Bäuche, also stehende Welle, wie da, wie eine Gitarrenseite. Da hat eine Randbedingung, die Schwingungen können sie nicht weitergehen. Das heißt, es kommt eine reflektierte Welle, eine einlaufende Welle, reflektierte Welle überall. Dann gibt es Knoten und Bäuche. Und wie verstehe ich die Knoten und Bäuche? Wo sind die Knoten und Bäuche? Wo Bäuche sind, werden diese Sand weggeschleudert. Nicht? Die Bäuche, der Sand weggeschleudert. Und wo Knoten sind, dann sammeln sich diese Sand. Das heißt mit anderen Worten, ich habe Knotenlinien. Was Sie da sehen, sind Knotenlinien, nicht? Wo Sand sich gesammelt hat. Dann entstehen unterschiedliche Figuren. Und diese Figuren nennt man klattnische Klangfiguren. Klattnische Klangfiguren. Klattnische Klangfiguren. Klattnik war Ende des 19. Jahrhunderts, oder war? Ja, glaube ich, oder 18 sowieso. In der Zeit von Napoleon war. Denn Napoleon hat diese Sachen gesehen. Und so begeistert war von diese klattnische Figuren. Er hat gesagt, Klattnisch hat Musik sichtbar gemacht. Nicht? Mit diesem stehenden Well. Auf jeden Fall, ich versuche das auch zu machen. Also Sand, streue hier Sand drauf, ganz unregelmäßig. Aber dann müssen schöne Figuren entstehen. Es kann sein, dass es gelingt, es kann sein, dass es nicht gelingt. Das hängt von Geschicklichkeit und ich bin kein geschickter Musiker sozusagen. Oder will jemand hier machen? Also ich versuche, erstmal werde ich hier Kamera anschalten. So. Das ist Sand drauf, ja? Und mal sehen, ob ich schöne Figuren entstehen kann. So. Wieso lachen Sie da? Bitte? Ach so. Tja, wie soll ich dann machen? Nicht ganz gelungen, ne?
Nee. Das gefällt mir nicht. Warte mal, hier geht es, glaube ich, besser. So. Dann muss ich hier ein bisschen fokussieren. So, mal sehen, ob hier gelingt. Ja, ist besser, ne? Ein bisschen besser geworden, aber trotzdem, ich werde noch mal versuchen, warte mal, so, noch mal fokussieren, So, können Sie sehen? So, und hier? Ist besser, ne? So, ist besser geworden, aber ich werde hier das wiederholen. Sie sehen, Physiker sein ist eine vielseitige Tätigkeit. Kann auch putzen. Bitte? So. Mal sehen, ob ich das hier hinkriege. Wenn nicht, dann lasse ich das. So. Bisschen besser geworden, ne? So, mehr können Sie nicht verlangen. Ich kann keine Geige spielen und so weiter, ja? So, das sind die stehenden Wellen. Gut, und jetzt können wir anfangen mit Akustik. Das ist die Schallwelle. Und zwar... Jetzt muss ich alles umschalten wieder. So, Schallwellen werde ich jetzt behandeln, und zwar was sind Schallwellen? Die mechanische Wellen in einem Bereich von 20 Hertz bis 20.000 Hertz können wir als Mensch hören. Nicht? Die Obergrenze ist bei uns 20.000 Hertz genannt, das wir hören müssen, aber das hängt vom Lebensalter. Nicht? Zum Beispiel, die Obergrenze bei Ihnen ist viel geringer als Kinder. Und bei mir ist die Obergrenze viel geringer als bei Ihnen, weil ich bin ja älter als Sie.
Also die Obergrenze hängt vom Lebensalter ab. Was ist das, sind die Schallwellen? Die Schallwellen sind eigentlich die Bewegung der Luftmoleküle, die eine Dichte und eine Druckschwankung entsteht durch diese Bewegung. Nicht? Also wenn die Moleküle sich bewegen, die Luftmoleküle, dann wird diese Bewegung sich übertragen auf Nachbarmoleküle. Irgendwo steht dann eine Verdünnung, eine Luftmolekülmangel. Und das ist unter Druck. Oder Luftmolekülüberschuss. Das sind eine Überdruck. Das ist also Druckschwankungen und Dichteschwankungen. Die führen zu diesem Schall in der Luft. Bei einem Lautsprecher ist das so, da haben wir eine Membran. Die Schwingung dieser Membran wird übertragen auf Luftmoleküle. Und da entstehen hier Überdruck und Unterdruck. Das heißt, mit anderen Worten haben wir so grob gesehen, das ist sehr vereinfachend, haben wir Überdruck, Unterdruck und da entsteht dann Schallwelle. Nicht, wenn ich rede, nicht, dann können Sie das hören. Durch diese, wenn die Luft im Vakuum kann Schallwellen sich nicht ausbreiten. Das heißt, die Schallwellen müssen sich ausbreiten mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit, wenn ein Medium da ist. Schallwellen können sich im festen Körper ausbreiten, nicht in der Luft, sondern auch in flüssige, festen Körper und auch in der Luft. Die Geschwindigkeit beim Gasen ist das so, dass das vom Druck abhängt und Dichte. Aber hier ist natürlich begrenzt, diese Formel zu genießen, weil die Dichte auch druckabhängig ist. Und umgekehrt. Diese Zeichen nennt man Kappa, das hier eine Rolle spielt. Das nennt man Kappa. Das ist, nennt man Adiabatenexponent. Und hängt von Gasen ab. Das ist spezifische Volumen eines Gases beim konstanten Druck durch spezifischen, also beim konstanten Druck und beim konstanten Volumen. Das heißt, das ist eine abhängig davon, nicht? Und beim Sauerstoff, das ist eine reine Zahl, ist zum Beispiel 1,3. Und die Schallgeschwindigkeit ist ja unterschiedlich bei der Temperatur vom Null, hängt auch Temperatur vom Temperatur ab. Temperatur 0 Grad haben wir 330 Meter pro Sekunde. Das kennen Sie vielleicht auch. Hier entsteht auch stehende Welle, longitudinale stehende Wellen. Also beim Gasen ist breitet sich Schall nur longitudinal. Beim Festkörper kann longitudinal sein und kann transversal sein. Und dann entsteht hier auch eine Druckwelle. Hier sehen Sie, das wird erzeugt, die Schwingungsteilchen parallel zur Ausbreitungsrichtung. Das ist longitudinal. Es wird also durch Pumpen sozusagen, wird hier die Gasmoleküle periodisch bewegt, damit entsteht eine Welle und diese Welle ist irgendwo verdichtet sich, das sind die praktisch für eine Verstärkung und das gibt es auch Knoten und das möchte ich hier demonstrieren, aber hier ist bei uns ist anderes. Bei uns sieht das so aus, also ich werde erst dieses Experiment versuchen zu machen. Das ist Kork da drin, die kann sich bewegen. Und wir haben hier ein Rohr, das hier geschlossen ist. Da werden wir elektrische Schwingungen erzeugen. Diese elektrische Schwingung, die werden übertragen als Luftmoleküle hier, da drin, und hier reflektiert. Hier ist offen,
Hier ist nicht offen, hier ist geschlossen. Das heißt, es entsteht eine einlaufende Welle und eine reflektierte Welle. Was gibt es dann? Eine stehende Welle. Dann werden sich, wo wie aufgewirbelt wird, diese Kohlteilchen, dann ist das, sind die Bäuche. Ne? Und wo leer bleibt, das ist umgekehrt wieder, dann sind das Knoten. Das wollen wir versuchen, ob wir Knoten und Bäuche hier entstehen lassen oder können. So. Das sind bei einem bestimmten Frequenzen. Dann gibt es eine Grundfrequenz. Grundfrequenz ist schwer zu sehen. Erste Schwingung, die Oberfrequenz. Ich versuche das. Sehen Sie, hier ist die stehende Welle, hier sind Knoten, hier Bäuche und da sind Knoten. Und das ist eine Oberschwingung. Jetzt kann ich eine zweite Oberschwingung entstehen lassen, aber Sie müssen ein bisschen Geduld haben. Das ist die zweite Oberschwingung. Nicht? Das sind also ein, zwei, drei Bäuche. Das sind also stehende Wellen beim Schall. Jetzt reicht's. Ruhe. So. Nicht? Das sind also die Schallwellen. Schallfeldgrößen. Das sind etwas langweilig hier mit Schallfeldgrößen, aber Sie müssen trotzdem zuhören. Einmal beim Schallfeldgrößen, das ist die Schallgeschwindigkeit. Also eine Größe ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wie gesagt, in festen Stoffen breitet sich Schallwellen sowohl als transversale als auch longitudinalwelle aus. In Flüssigkeiten und Gasen sind Schallwellen Druckschwankungen. Die können nur longitudinal sein. Das ist der Unterschied. Die Schallfeldgrößen habe ich gesagt. Der eine ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Ausbreitungsgeschwindigkeit zum Beispiel ist beim Luft, beim Temperatur abhängig, also bei 0 Grad ist 330 Meter pro Sekunde. Wasser ist viel mehr, 1530 Meter pro Sekunde und beim Eisen ist das unterschiedlich. Da müssen wir fragen, ist das eine longitudinale Schallwelle oder eine transversale Schallwelle? Beim longitudinalen ist die Geschwindigkeit viel größer, 5850 Meter pro Sekunde, beim transversalen 230. Diese Testzahlen brauchen Sie nicht zu lernen, sondern so als Orientierung gedacht, ja? So, jetzt kommen die Schallfeldgrößen. Also zum Beispiel, wir nehmen an, wir haben Schall in Luft. So, da ist ein Luftmolekül. Im einfachsten Fall hat so eine Schwingung. Nicht? Das ist so eine Sinusschwingung. Im einfachsten Fall. So.
Die maximale Auslenkung der Schwingung wird Schallamplitude genannt. Das heißt, AOA0 wird Schallamplitude genannt. So. Jetzt kommt eine zweite Größe. Die Geschwindigkeit. Jedes Teilchen hat auch eine Geschwindigkeitsschwankung. Die Geschwindigkeit ist die zeitliche Ableitung von x. Nicht? Das ist, nicht? Wenn Sie das ableiten, dann haben wir eine Kosinusfunktion, aber eine harmonische. Und die Maximalwert dieser Geschwindigkeit wird Schallschnelle genannt. Schallschnelle. Das ist auch eine physikalische Größe beim Schall. So, jetzt dritte Feldgröße ist Schallwechseldruck. Was ist Schallwechseldruck? Die periodische Änderung der Geschwindigkeit der Moleküle entsteht natürlich eine periodische Druckschwankung. Und diese periodische Druckschwankung an diesem Ort, ja, führt die Amplitude von diesem Druck, nennt man Schallwechseldruck, und liegt im Bereich von 10 hoch minus 2 Pascal. Sie sehen, sehr, sehr klein. Pascal ist schon sehr kleine Einheit. 10 hoch minus 2 Pascal ist das sehr klein. Das sind die Schallfeldgrößen. So. Eine andere Größe, die sehr wichtig aber ist, ist die Intensität vom Schall. Das nennt man Schallstärke oder Schallintensität. Nicht? Und Schallintensität ist definiert pro Energie, die vom Schall erzeugt wird, durch Zeit und Fläche. Das heißt, diese Energie geht durch ein Quadratmeter Fläche. Energie pro Zeit ist Leistung. Hier habe ich Watt geschrieben. Auf jeden Fall, I nennt man Schallintensität. Und Schallintensität, die Einheit, ist die Einheit von Energie. Das ist Joule. Die Einheit von Zeit ist Sekunde. Die Einheit von Fläche ist Meter Quadrat. Man kann das aber auch umrechnen auf Watt pro Meter Quadrat. Das ist also nicht, weil Energie durch Zeit ist Leistung. Die Leistungseinheit ist Watt durch Meter Quadrat. Das sind die Schallfeldgrößen. Die wichtigsten sind die Ausbreitungsgeschwindigkeit und dann die Schallintensität. Weil wir jetzt die Schallintensität definiert haben, jetzt können wir ein wichtiges Merkmal vom Schall kennenlernen, und zwar die maximale Empfindlichkeit des menschlichen Ohres liegt im Bereich von Frequenzen von 1000 Hertz. Das heißt, bei diesen Frequenzen können die Schallstärken und Intensitäten von 10 hoch minus 12 Watt pro Meter Quadrat bis 1 Watt pro Meter Quadrat registriert werden. Das heißt, unser Ohr kann registrieren Intensitäten von 1 Watt pro Meter Quadrat, das ist viel, das ist die Schmerzschwelle. Dann haben wir schon Schmerzen bei dieser Intensität. Und 10 hoch minus 12 Watt pro Meter Quadrat ist die Hörschwelle. Darunter hören wir nicht. Das sind verschiedene Intensitäten, das sind zwei Obergrenzen. Aber diese Obergrenzen sind unterschiedlich beim Menschen. Beim 1000 Hertz ist das definiert. Aufgrund des Extrem von großen Intensität, das ist eine große, das ist 12 Zähnepotenzen. Das ist eine sehr breite Skala, was unser Ohr wahrnehmen kann. Erstaunlich genug. Ja? Das Ohr zeigt innerhalb des Hörbereiches eine besondere Fähigkeit, verschiedene Schallintensitäten anzupassen. Nicht? Und deshalb, weil wir so ein breites Spektrum haben, können wir logarithmisch das erklären,
die Schallintensitäten vergleichen, logarithmisch. Und zwar Weber-Fechner-Gesetz, das ist ein Gesetz, das Sie in Zahnmedizin, mindestens in Physiologie, noch begegnen können. Und zwar besagt, erstmal, dass die subjektiv empfundene Lautstärke nicht linear, sondern logarithmisch mit der Intensität wächst. Wenn wir zwei Schallintensitäten vergleichen wollen, gucken Sie mal hier an. Wir nehmen eine Bezugintensität. Bezugintensität ist konstant. Das nennen wir unsere hohe Schwelle. 10 hoch minus 12. Das ist eine Definition. Also wir definieren die hohe Schwelle als I0, als Bezugintensität. Und wir haben eine bestimmte Intensität, wir wollen das vergleichen mit dem, dann ist das I durch I0. Und logarithmieren wir das mal 10. Dann haben wir Schallstärkenpegel. Schallstärkenpegel ist eine Relation, Vergleich von zwei Intensitäten. Ja? Und dann können wir verschiedene Schallstärken miteinander vergleichen. Und diese logarithmische, das ist eine Rechenvorschrift, um das zu vergleichen. Das nennt man Dezibel. Dezibel ist keine Einheit. Also das ist die Vorschrift, wie man Dezibel berechnet. Zum Beispiel, Dezibel ist keine Zahl, ist keine Einheit, sondern nur eine Zahl. Ja? Hier können Sie mal an, die Hochschwelle wollen wir berechnen, oder die Schmerzschwelle. Wir wollen, wie viel Schmerzschwelle ist. Dann wenden wir das an. I0 ist 10 hoch minus 12. Und was ist I? Ist beim Schmerzschwelle 1 Watt pro Meter Quadrat. Dann können wir hier statt I 1 einsetzen und statt I0 10 hoch minus 12. Nicht? Das ist die hohe Schwelle. Und Logarithmus davon nehmen, mal 10. Das ist dann Logarithmus von 10 hoch 12. Logarithmus von 10 hoch 12 ist 12. Mal 10 ist 120 Dezibel. Das heißt, die Schmerzschwelle ist 120 Dezibel. Ja? Das ist also... Manche haben Schwierigkeiten mit dem, aber brauchen sie nicht. Das ist nur eine Umrechnung, dieses Weber-Fechner-Gesetz. Was ist Lautstärke? Jetzt haben wir eine neue physikalische Größe. Und zwar die Empfindlichkeit des menschlichen Ohres im Hörbereich stark variiert, ist die Angabe der Schallintensität nicht ausreichend. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben eine Schallintensität von 100 Dezibel, das reicht nicht aus. Diese Schallintensität, gleiche Schallintensität, beim unterschiedlichen Frequenz, hört man unterschiedlich. Das heißt, gleiche Schallintensität, verschiedene Frequenzen, hat verschiedene Lautstärken. Das nennt man die spektrale Abhängigkeit von Schallintensität. Die Wahrnehmung, Empfindung des Ohres hängt von Frequenz ab. Das heißt, es gibt eine subjektive Empfindung. Und deshalb forscht man eine neue physikalische Größe. Und das nennt man Phon. Phon ist nicht Intensität, aber hat mit Intensität zu tun. Und zwar, um nun angeben zu können, wie laut ein Ton
bei beliebigen Frequenz gehört wird, vergleicht man ihn mit einem Ton der Frequenz 1000 Hertz. Beliebig. Man sagt, wir senden diese Intensität mit einer Frequenz von 1000 Hertz. Dann sehen wir, wie das empfunden wird. Das ist dann Phon. Phon wird die spektrale Abhängigkeit mit der Frequenz berücksichtigt. Jetzt wird die Lautstärkenpegel nicht mehr in Dezibel, sondern in Phon angegeben. Das heißt, wir müssen dann einen Vergleich haben zwischen Phon und Dezibel. Und da ist dieser Vergleich da. Hier ist das. Gucken Sie mal da. Hier sind die Intensität in Dezibel. 20 Dezibel, 40, 60, 80, 100, 120. Diese Achse ist die Intensität. Und das ist Frequenz. Man erwartet, dass das alles linear läuft. Das stimmt gar nicht. Das konstant ist bei verschiedener Intensität, die Lautstärke konstant ist. Es ist nicht der Fall. Sondern zum Beispiel 40 Phon, Lautstärke Phon, ist bei unterschiedlichen Intensitäten, das sind unterschiedliche Intensitäten und Frequenzen, ist das unterschiedlich. Bei unterschiedlichen Frequenzen wird das 40 Phon, die gleiche Lautstärke, aber verschiedene Intensität. Und diese Kurve verdeutlicht die Abhängigkeit der Lautstärke von der Frequenz, die Frequenzabhängigkeit. Und meistens ist das so, bei zum Beispiel Babys Geräuschen oder Geräuschen kann man nicht sagen, schreien. Da ist interessant, nicht? Da Babys schreien meistens in einer Frequenz von 3000 Hertz. Warum? Weil sie schon als Eingeborene ein bisschen physikalisch trainiert sind, von Natur aus. Sie wissen, dass bei dieser Frequenz die größte Lautstärke entsteht, dass das der Mutter aufgewacht wird. Ist das nicht erstaunlich? Oder manchmal der Vater, ne? Also sagen wir nicht, die Mutter oder manchmal der Vater. Sie müssen, wenn Sie beim 1000 Hertz schreien, dann müssen Sie zehnfach so viel schreien. Die Intensität muss zehnfach groß sein. Aber Sie wollen auch nicht so viel schreien. Deshalb wählen Sie die Frequenz so, dass im Ernst, nicht? Denken Sie nicht, dass ich Spaß mache oder so, dass beim ungefähr 3000 Hertz schreien. Ja? Und trotzdem werden manche Väter und Mutter nicht geweckt. Väter meistens. Ne? Also. Das ist ein Beispiel. Das sind verschiedene Lautstärken und Schallintensitäten. Bei einem Motorrad haben Sie ungefähr 100 Dezibel, 100 Phon ungefähr. Und beim Blätterrauschen haben Sie 20 Phon. Können Sie ungefähr vergleichen. Gut, was ist Ultraschall? Ultraschall, dass das für Sie vielleicht interessant ist, sind Schallwellen, die wir nicht mehr hören, die wegen der hohen Frequenz nicht mehr gehört werden. Seine Frequenzen liegen im Bereich von 20 kHz, also wo Schall aufhört zu hören, bis etwa 1 GHz. Wie erzeugt man Ultraschall? Durch piezoelektrische Sender. Was sind das? Das sind Kristalle vom Quarz. Wenn sie in einem elektrischen Wechselfeld kommen, diese Kristalle, dann haben sie periodische Längeänderung. Diese periodische Längeänderung
werden sie auf dem umgebenden Medium, zum Beispiel Luft, übertragen. Und dann entsteht Ultraschall. Die können auch als Empfänger benutzt werden, umgekehrt. Das ist die Ultraschallerzeugung. Wozu nutzt das Ultraschall? Das wird in Medizin viel gebraucht und auch in der Technik. Und zwar meistens durch Reflexion und Absorption am Medium. Die Anwendung der Ultraschall in der Technik und Medizin beruht auf Reflexion. Meistens in der Medizin die Anwendung beruht auf Reflexion. Wie denn? Es ist so, dass wenn dieser Ultraschall Sender mit einem Ultraschallsender wird der Körper des Patienten gescannt. Ultraschallwellen werden je nach Gewebeart reflektiert. Also an diesem Grenzfläche, zum Beispiel sagen wir, hier ist ein Gewebe, hier wird Ultraschall reflektiert. Wie das reflektiert wird, hängt von dieser Gewebeart an den Grenzschichten. Dann gibt es einen Wellenwiderstand. Wellenwiderstand eines Mediums, zum Beispiel, wenn er in ein Gewebe eintritt. Ist das so, dass dieser Wellenwiderstand gleich Produkt ist aus Dichte und Ausbreitungsgeschwindigkeit? Dichte ist Rho und Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das ist die Wellenwiderstand und ist für verschiedene Medien unterschiedlich. Und gerade das führt dazu, dass wir dann, hier ist besser, das nennt man Echo-Verfahren, wenn Sie hier einen Ultraschallsender haben und es wird reflektiert, dann wird hier empfangen. An der Laufzeit dieses Echo lädt sich, wenn die Geschwindigkeit des Ultraschalls bekannt ist, können Sie diese Entfernung der Grenzflächen oder der Hindernisse bestimmen. Die Entfernung ist gleich, also wenn Sie die Zeit das nehmen, mal das, t halbe ist die Entfernung, die Zeit, die faktisch für diese Strecke gebraucht wird. Dann können Sie sehen, welche Entfernung zwischen Sender und dieser Gewebeart ist oder diese überhaupt Hindernis ist. Und das wird auch benutzt, um Entfernungen zu messen. Und das nicht machen wir die Menschen das, sondern auch die Tiere. Zum Beispiel Fledermäuse orientieren sich, die können auch Physik. Sie senden einen Ultraschallimpuls und dieser Ultraschallimpuls wird reflektiert an einem Hindernis. Kann ein Baum sein, kann ein Ast sein. Und dann wird es reflektiert und Sie können rechnen, wie viel Laufzeit ist, wie viel, also, wie viel Entfernung ist zwischen diesem Hindernis. Und dann können Sie sich ja orientieren. Die Delfine können sich ja ihre Opfer auswendig machen. In 100 Meter, die haben einen Ultraschallsender, die senden und da können Sie feststellen, wo die Opfer ist, in welche Richtung ist und wo ungefähr. Bis 100 Meter können Sie das machen. Nicht? Also das wird von Tieren sogar diese Methode benutzt. Und sagen Sie, wir brauchen keine Physik. Beim Sonographie kennen Sie ja, ne? Man kann durch Scannen des Bauchdecke eines Patienten, haben Sie bestimmt gehabt oder nicht, auf jeden Fall werden Sie haben, die Struktur der inneren Organe beobachten, also nach der Echo-Methode. Dann gibt es einen Computer,
Da wird die Laufzeiten bestimmt, die Widerstände bestimmt. Und dann muss aber vorher ein Gel zwischen Körper und diesem Scanner gebracht werden. Sonst es gibt ein Luftpolster, die vollständig alle Ultraschallwellen reflektiert. Und dann kommt dieser Ultraschall gar nicht im Körper rein. Deshalb als erstes wird der Gel da aufgetragen und dann wird dann gescannt sozusagen. Dann kann man innere Organe sehen. Nicht? Hier sehen Sie zum Beispiel. Hier, was sehen Sie hier? Durch verschiedene Wellenwiderstände von Gewebe kann man, was ist das? Das ist ein Baby. 4 Monate alt. Das ist durch Sonograph, das ist kein Röntgenbild. Warum macht man hier kein Röntgenbild? Weil das schädlich ist. Röntgenstrahlung, hier merken Sie das, Röntgenstrahlung ist eine ionisierende Strahlung, besonders die Zahnmedizinstudenten. Ionisierende Strahlung ist eindeutig schädlich. Es kann Zellkerne zerstören. Man darf nicht so viel geröntgt werden. Die Ärzte dürfen nicht so viel den Patienten röntgen lassen. Röntgenstrahlung sind sehr gefährlich, weil ionisierende Strahlung ist. Aber Ultraschallwellen sind keine ionisierende Strahlung. Die können schädlich sein. Beim Therapie sind große Leistungen da und so weiter. Aber beim Diagnostik weniger. Auf jeden Fall können Sie mehr, Sie sind nicht so schädlich wie Röntgenstrahlung. Ja, jetzt möchte ich noch ein Experiment durchführen. Und zwar dabei eine Geschichte erzählen. Wir haben hier zu Hause jahrelang einen Marder gehabt unter dem Dach. Nicht, haben Sie gehört, die sind wach nachts und haben sie Lärm gemacht, konnten wir nicht schlafen. Und dann haben wir mit Nachbarn und Freunden gesprochen. Das Thema haben wir geraten, das muss man vernichten, vergiften. Und so, ich habe gesagt, nein, ein Lebewesen hat ein Recht zu leben. Und die haben auch ein Recht, ein Dach über den Kopf zu haben. Ne? Das heißt mit anderen Worten, jahrelang haben wir gelebt damit. Vergiften ist ja eine chemische Lösung. Nicht? Da muss man, Gift ist Chemie. Ne? So, dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es eine physikalische Lösung. Etwas sauberer. Physikalische Lösung ist nicht immer sauberer. Die Physiker haben eine Atombombe gebaut. Das ist das dreckigste, was es gibt in der Welt. Nicht? Leider. Und dann gab es auch in den 80er Jahren so eine Diskussion über Neutronenbombe. Sie haben nicht mehr mitgekriegt. Die Neutronenbombe wollten sie in Armee da einsetzen oder mindestens besorgen. Neutronenbombe, haben sie gesagt, eine saubere Bombe. Wissen Sie, was Neutronenbombe macht? Neutronenbombe, wenn zum Beispiel ein Land, wenn sie ein Land besetzen, sie nicht, aber ich meine, wenn eine aggressive Großmacht will ein Land besetzen, ja, dann wird mit Neutronenbombe werden Menschen vernichtet, die Infrastruktur nicht. Nicht? Dann können sie reinrücken. Weil dann die Menschen, und dann haben sie gesagt, das ist eine saubere Bombe. Ich habe gesagt, das Perversion des Denkens, nicht? Dass man sagt, das ist eine saubere Bombe. Menschen zu vernichten, aber Infrastruktur, Gott sei Dank, ist nicht gebaut worden. Das ist die Neutronenbombe, aber Atombombe ist ja genug, nicht? Atombombe wird Druckwellen, Wärmewellen und Strahlung erzeugt, alle drei, nicht? Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Also, aber wir waren bei unserer Geschichte, ja, diese Marder, ne? Dann habe ich gesagt, vielleicht gibt es eine saubere physikalische Lösung. Und dann
habe ich gehört, das ist eine Frequenz von 12 Kilohertz. Da mögen die Marder nicht. Es ist sehr unangenehm für die. Wenn man das anbringt in der Nähe, dann kann man, dann wird der Marder vertrieben. Also ich würde das Wort vertrieben nicht sagen. Dann wird der Marder eine andere Behausung suchen. Ja? Okay. Dann haben wir gesagt, jahrelang haben wir gehabt, jetzt kann er die Behausung suchen beim Nachbarn zum Beispiel. Das ist ein Gericht. Ja? Also dann habe ich mich überzeugt und dann habe ich so ein Gerät gekauft. Und dieses Gerät habe ich heute mitgebracht. Ne? Dieses Gerät erzeugt eine Frequenz, da drauf steht, von 12 kHz. Und das ist tatsächlich, ich habe das eingesetzt in der Nähe und tatsächlich ist Marder ja, andere Behausung gefunden. So. Und, aber ich habe andere Probleme gehabt. Und zwar, meine Tochter und mein Sohn haben ein Zimmer in der Nähe, ihr Zimmer gehabt, und sie haben das gehört, diese 12 Kilohertz. Und das war, das hat auch zum Umzug geführt innerhalb des Hauses und so weiter. Aber diese Probleme haben wir auch gelöst. Aber dann habe ich Streit gehabt mit meinem Sohn und meiner Tochter. Ich habe gesagt, ich höre das nicht. Und die hören das. Ja? Und sie behaupten, sie hören das und ich habe gesagt, ich höre das nicht. Aber ich als Physiker wusste, dass die Obergrenze der Frequenz, die Hörbarkeit, hängt sehr stark vom Lebensalter ab. Das heißt also, ich bin ja älter als meine Tochter und mein Sohn, nicht? Das ist klar. Und deshalb, ich bei mir die Obergrenze unterhalb von 12 Kilohertz. Bei denen nicht, sie haben gehört. Gut, jetzt wollen wir hier ausprobieren, ob Sie das hören. Ich meine, Sie sind auch alt, relativ zu einem Kind, nicht? Also denken Sie nicht. Die Obergrenze beim Kind ist ja viel größer. Also, ich werde das hier in... Hören Sie das? Sehr unangenehm, nicht? Ich höre das nicht. Das hängt nicht von Intensität ab, das hängt von Frequenz ab. Und mein Ohr ist nicht kaputt, sondern nur durch Lebensalter ist die Obergrenze geringer. Jetzt wollen wir sehen, ob Herr Eggersdorf das hört. Ich hole ihn rein, wenn er da ist. Nicht? Das ist so irgendwie altersabhängig. Ich weiß nicht, ob er kommt. Also wenn er kommt, dann können wir das sehen. Tag, Herr Eggersdorf. Also, wir haben eine Frequenz von 12 Kilohertz. Der sendet eine Frequenz von 12 Kilohertz. Und die Obergrenze, die Oberhörgrenze, hängt vom Lebensalter ab. Das heißt, ich werde das reinstecken und möchte sehen, ob Sie das hören. Ich höre das nicht. Ja, okay. Ja, kommen Sie. Das Gerät ist kaputt. Nein, das Gerät ist nicht kaputt. Hören Sie das? Jetzt. Sie hören das? Das Gerät ist nicht kaputt. Freut mich. Ja. Das ist alles. Dankeschön. Danke. Sehen Sie, es kann sein, dass wenn Sie 30 Jahre alt sind, auch nicht mehr hören. Nicht? Also es ist... So. Meine Damen und Herren, hören Sie mal genau zu. Ich habe heute Wellen behandelt, stehende Wellen behandelt und Schall ein bisschen, Ultraschall ein bisschen und werde ich dann mit Wellenschwingungen aufhören. Das nächste Mal am Mittwoch fange ich mit dem Wärmelehrer an. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.